Vielleicht ist dein Auftauchen ein gutes Omen. Nur vielleicht. Erzähl mal. Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Westlich der Burg hat sich in den letzten Tagen ein ziemlich großes Sumpfgebiet gebildet. Ziemlich verdächtig, findest du nicht? Kann ich helfen? Im Moment haben wir eigentlich alles getan, was von hier aus möglich ist. Allerdings gibt es da etwas. Etwas sehr Wichtiges, was du für uns außerhalb der Mauern hier tun könntest. Wir haben vor, der Schlange den Kopf abzuschlagen. Was meinst du damit? Wir kennen einen von ihren Anführern. Er heißt Hosh Pak. Er ist einer der einflussreichsten Schamanen bei den Orks. Und was ist meine Rolle? Töte ihn. Das ist ein Scherz. Es fällt mir schwer, dich darum zu bitten, Meister. Aber du wärst die beste Wahl für diesen Auftrag. Hosh Paks Zelt befindet sich abseits des Belagerungsrings, südlich von hier, auf einer Klippe. Von einem der Fenster dort kannst du es beinahe sehen. Gut, ich werde Hosh Pak töten. Das freut mich zu hören. Das Zelt von Hosh Pak steht auf einer kleinen Klippe. Du müsstest sie eigentlich schon gesehen haben. Sie ist nicht weit weg von dem Weg zu unserer Mine. Direkt im Schatten des großen Berges. Okay. Irgendwelche Neuigkeiten? Die Orks werden immer zahlreicher. Wenn das bloß gut geht. Ich hätte nach Ausrüstung fragen sollen, ne? Da kann man sich nicht drauf verlassen. Da hinten wird er wohl sein. Ich handle stets in Innos Namen. Ja, das wissen wir alle. Innos Strafe ist gerecht. Ja, Innos Strafe, ja, ihr bekommt alle auf die Nase. Genau, und so steht das auch noch in den Heiligen Schriften. Lass ich lieber die Finger. Und lass doch bitte alle die Finger davon. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Nee, wusste ich nicht. Jan. Hol deinen Hammer, du hast Arbeit. Du hast es geschafft. Wie hast du das denn angestellt? Ich musste für dich bürgen, also enttäusch mich nicht. Du kannst ganz beruhigt sein. Ich bin froh, dass ich überhaupt arbeiten kann. Yo. Abfahrt. Jetzt gibt's neue Sachen, die hoffentlich auch demnächst verkauft werden. Engor. Ich habe gehört, du teilst die Rationen ein. Das ist richtig. Wieso? Soll ich dich jetzt auch noch durchfüttern? Wenn du irgendwas haben willst, dann zahlst du dafür. Genau wie alle anderen auch. Boah, ist ja gut, Alter. Zeig mal. 18. Ja, dann gibst du mir mal. Danke. So, wir könnten einen Golem erwecken. Na, wenn wir das nicht schon könnten. Nun, ja. Das war doch schon vorher klar. Ich würde sagen, Abfahrt. Wir gehen raus. Ich guck mal, ob ich ein paar Orks hier wegschnibbeln kann. Ich muss ja rechts lang dann. Wenn ein paar Orks weg sind, dann sind ein paar Orks weg. Und die stören dann nicht mehr. Nein, es werden ja immer mehr Orks, wie wir ja jetzt schon gehört haben. Oh ja. Es sind frische... Hallo? Frische Orks da. Oh ja. Ich sehe, was das Problem ist. Meister. Oh ja. Komm. Glaub mich doch an, du Abitzippel. Gehst du? Lass dir das noch gegönnt sein. Irgendwie ist mein beschworener Golem semi-geil unterwegs. Komm. Was ist denn hier? Grab eines unbekannten Soldaten, ne? Oh ja. Okay, gegen die Orks ist der nicht so gut. Aber er beschäftigt sie. Das ist, glaube ich, fast schon wichtiger. Uiuiui, da hinten ist noch ein Ork. Okay, ich glaube, ich verstehe so ein bisschen, warum die Leute sagen, dass die nicht so stark sind. Hey. Tschüss. Oh, oh.
Tschüss. Ja, und jetzt? Oh, ich habe ein Level Up bekommen. Ork Elite. Wie viel können wir ihm antun? Nichts. Okay. Gut, diese Ork Elite, die sind uncool. Okay. Puh. Ich versuche mal ein bisschen Ordnung zu schaffen hier für mich. Alter, wie viele sind denn hier noch? Na gut, dann erschaffen wir erstmal einen Kohl. Jetzt mal bitte Leute kloppen. Ich hab dich genau deswegen geholt. Sorry. Komm, den kannst du angreifen. Ja, hau dem einer auf die 12, Alter. Oh, das ist... Ja, beschworener Golem, du. Hi-O-Pi. Deswegen nehme ich dich eigentlich mit. Könnte ich Buttergolem taufen. Ja. Hau drauf. Kämpft. Oh. Ängste. Oh, ich hab meinen Zauber nicht mehr. Oh, jetzt kämpfen sie gegeneinander. Okay. Keine Chance. Ucha, Chando. Ah, der gibt schon ordentlich was, der Typ. Ein bisschen Gold, aber nur. Nichts zu plündern. Boah. Das könnte echt nervig werden. Nichts zu plündern. Hm. Da ist nichts zu holen. Okay. Der jetzt nicht sein doofes Schwert zieht. Kann das mir jetzt gerade etwas egal sein? Da hinten ist noch so ein Ork-Elite, ne? Unangenehm. Ehrlich gesagt, hätte ich tatsächlich lieber das Skelett genommen. So im Nachgang. Oh nein. Oh nein. Ich hasse es. I hate my life. Okay. Einmal einen wegsaufen. Da vorne ist ein Viech. Okay. Das wird hier aber... Das wird Spaß machen hier, sag's euch. Ah, Dunkelpilze sind hier. Ja, moin. Eins. Zwei. Okay. Das wird jetzt ein kleiner Moment. Ich trinke erstmal einen Trank, der mich voll macht. Das wird jetzt ein bisschen nervig, glaube ich. Weil hier vorne natürlich ein paar Duty Dudes sind. Da hinten sind sie. Die kämpfen. Merke. Zwei Golems, nichts gut diese. Was ist? Heilkraut. Hi. Ein Golem, gut. Zwei Golem, nichts diese. Hab ich verstanden machen. So. Bye, have a great time. Oh. Uiuiuiuiuiui. Lass mich doch durch, du. Hi-O-Pi. Okay.
Ihr könnt euch da ein bisschen fetzen. Ach, schlecken Feuerwerk, Alter. Gut. Hat nicht viel gebracht, sich dort mit denen anzulegen. Einen habe ich. Aber es war jetzt auch noch einer. Uiuiuiui, der hat aber Bock auf mich. Okay. Tschüss. Hab nicht genug Mana. Okay, also die Golems helfen leider nicht viel. Skelette waren geil, Golems... Die helfen da jetzt auch nicht viel. Ich will den Hayo noch kriegen, bevor er da hinten ist. Weil ich glaube, was den Skeletten halt für die Skelette ein großer, großer Vorteil ist. Alter. Danke. Die haben halt eine Nahkampfwaffe. Und die Nahkampfwaffen sind ziemlich geil. Ah ja, egal. Nevermind. Ich will mich da gar nicht echauffieren darüber. So. Dann haben wir da oben noch ein paar, die wir grillen müssen mit dem Blitz. Also Blitzschlag ist halt vom Mana-Schaden-Faktor her einfach die beste Waffe. Der beste Zauber. Okay. Einen haben wir wieder. Und wieder ein Stück wegrennen. Bin gleich rein. Da kommt einfach nichts. Golem kann sie vielleicht ein bisschen da ablenken, hä? Ja. Das ist das Einzige, was er vielleicht ein bisschen anbieten kann. Aber sonst wird's haarisch. Hau mal drauf. Okay. Ich glaube, die werden jetzt auf den Golem ein bisschen einprügeln. Wenn die es schaffen, den Golem... Oh nein. Er hat gesessen. Okay. Der konnte den jetzt ein bisschen ablenken. Weil ich gerne mal so schlecht finde. Das hat sich ergeben. Gut, ich weiß nicht, wozu Orks, die nicht wirklich sprechen können. Wobei die haben ja ihre eigene Sprache. Aber wer zahlt denn bei denen Gold? Das ist auch irgendwie weird. Okay. Gut, dann. Da ist er. Oh, Spack. Ich muss ganz kurz ums Eck. Boah, ich habe heute Suppe gegessen. Das ist schlimm. So, da bin ich wieder. Okay. Ein Golem? Oder einfach fett drauf. Komm, scheiße. Lass dir schmecken, Diggi. Mich treffen, hm? Gegrillt. Ah, ja. Warte ganz kurz. Hola. Ey, ich kann mich nicht bewegen, glaubst du es? Okay. Ich würde mal sagen, ich tot. Aua. Aua. Okay, also. Ich höre mich. Ah. Eins, zwei. Ja. Aua. Danach kann ich hoffentlich ein bisschen... Ah, so ist er weg. Da ist nichts zu plündern.
Ich hoffe, ich kann dann einfach ganz gemütlich jetzt genießen die Zeit. Einfach Mana regenerieren. Oh nein, Hoshback ist tot, aber ich sehe seine Leiche nicht. Doch, oder? Nein. Oh, scheiße. Aber ich habe Feros Schwert. So wird ein Schuh draus. Was haben sie denn hier drin? Nichts. Ich hätte gerne Hoshback nochmal geplündert, aber konnte ich leider nicht. Ich guck mal kurz, was hier hinten ist. Ein bisschen vorsichtig vorangehen. Ich höre Wölfe oder Wargs. Hi. Weiß nicht, wie stark sie sind jetzt. Wir probieren es mal. Oh, es geht. Feuerwarane, Alter. Ich komme da nicht hoch. Jetzt. Aua! Okay, ich bin tot. Nein, nicht ganz. Das sind furchtbar schnell. Schade. Fast. Na gut, ich würde mich erstmal zur Burg teleportieren. Dann kriegen die erstmal ihre... Ja, ihre Rückmeldung. Hoshback ist tot. Sag mir nicht, dass du das nicht und Feros kriegt sein Schwert. Ich kann es nicht glauben. So, was hat er denn für ein schönes Schwert? Ne, das ist ein orkisches. Oh, da. Schönes Schwert. Ich habe dein Schwert gefunden. Danke, ich stehe in deiner Schuld. Gerne geschehen. Als Dank werde ich dir zeigen, wie du mit ein paar Tricks deine Kraft und dein Geschick im Kampf besser nutzen kannst. Dankeschön. Er hat auf die falschen Leute gehört. Oh, ist lieb von dir. Ich hatte 20, jawohl. Wow, okay. Die Abstände werden immer größer. Zwischen den Leveln natürlich. Meine Güte. Und das ordentlich größer, ne? Ich finde das schön, dass es so gut skaliert. Okay, Oryk. Hoshback ist tot. Gut. Das wird die Orks verunsichern. Vielleicht haben wir ja doch noch eine Chance. Wer weiß. Ich denke, das wird uns einen Aufschub von mindestens einer Woche geben. Gut. Dann haben wir zumindest das schon mal geschafft. Irgendwann muss das ja so kommen. Okay. Das bedeutet für uns. Ich wollte nur mal kurz gucken, ob jemand im Knast ist, den wir kennen oder sowas. Keine Ahnung. Gerold, hör mal zu. Alles ruhig? Ruhig schon. Aber? Mir hängt der Magen in den Kniekehlen, Mann. Garund hat schon wieder die Nahrungsrationen gekürzt. Wenn ich nicht bald was Anständiges zwischen die Zähne bekomme, dann beiße ich Garund in seinen fetten Arsch. Vielleicht kann ich dir etwas geben. Bist du verrückt? Doch nicht hier. Wenn das einer der anderen sieht, habe ich gleich eine Menge neuer Freunde. Wenn du verstehst, was ich meine. Du findest mich im Magiertempel, wenn sich alle zurückgezogen haben. Im Tempel ist sowieso zurzeit kaum jemand. Ich werde dort auf dich warten. Komm mir aber bloß nicht mit einem trockenen Brot oder irgendeinem rohen Fleischdreck, klar? Mich brauchst du das nicht zu fragen. Ach du, ich hab Schinken, ich hab Äpfel. Was willst du? Hört ja. Guter Jondo, die haben echt Bock auf uns. Meine Meinung will ja keiner. Irgendwelche Schürfer. Erzählt sich ja so ein. Okay. Oh Gott, wir werden da so viele töten müssen, das ist so schlimm. Meine Meinung klar haben wir schon. Okay, viel wissen wir jetzt nicht. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glaube. Meine eigene Meinung. Viel mehr haben wir nicht herausgefunden. Er hat auf die falschen Leute gehört. Oh, was ist? Gerolots Lederbeutel? Ja, das ist aber schnell, hat sich aber schnell geklärt. Verkaufst du Waffen? Ich würde, wenn ich könnte. Doch zunächst muss ich die Paladine hier in der Burg mit Waffen versorgen. Aber ich kann dir zeigen, wie du selber deine Waffe schmieden kannst. Richtig hübsch. Kann ich bei dir eine Rüstung kaufen? Ein Magier, der eine Rüstung haben will? Nein, du solltest einen Schneider aufsuchen. Ich kann dir keine Rüstung machen. Der verkauft, glaube ich, die schwere Drachenrüstung oder so. Also, ja. Von daher, da kriegt man so das ein oder andere von ihm.
Genau, sich für ihn einsetzt. Hey. Ich will nicht beklauen, aber das ist Uda, ne? Wo ist Kerolot? Kerolot ist hier, ne? Moin, my thing. Hey. Meinst du, mir geht es besser? Hier. Ich glaube, ich habe deinen Geldbeutel gefunden. Was? Wo? Welcher Mistkerl war das? Meinst du, mir geht es besser? Er lag drüben bei der Schmiede. Wo? Bei der Schmiede? Das ist doch sicher einem Drachenjäger aus der Tasche gefallen. Erzähl mir doch nichts. Weiß ich doch nicht. Das werde ich noch rauskriegen. Ich kann es nicht glauben. Gut, der ist stinkesauer. Der hat keinen Bock mehr. Gut. Dann haben wir einen Durchgang schon mal so ein bisschen gepackt. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich den Drachen oder die Drachen besiege. Nein. Oh nein. Okay. Bin nicht tot. Das ist schon beruhigend.